Rund 74.000 Besucher waren nach Hannover zur europaweit größten Bildungsmesse der Didakta gereist. Am 14. Februar schloss sie für dieses Jahr ihre Tore und hatte damit 1.400 Veranstaltungen hinter sich gebracht, sowie 718 Ausstellern im Bildungsbereich eine Heimat geboten. Managerseminare hat sich vorwiegend den Weiterbildungsbereich angesehen. André Jünger, Vizepräsident Weiterbildung und Beratung des Didakta-Verbands, gibt Auskunft über die Schwerpunktthemen im Bereich Weiterbildung. Im Moment ist es so, und das kam auch in der Eröffnungsrede der Minister zum Ausdruck, dass Geld sehr stark in die vorschulische Bildung hinein investiert wird. Und wir für den Trainingsbereich müssen zwei Dinge tun. Wir müssen zum einen die Trainer, die Weiterbildner sensibilisieren dafür, dass sich etwas bewegen wird in der Schule, in der Ausbildung und Weiterbildung der Fachkräfte. Und zum anderen müssen wir auch schauen, dass wir diesen Markt für unsere Trainer oder für unsere Mitglieder und für die ausstellenden Trainer hier öffnen. Und das ist ein sehr schwieriges Thema, weil es doch noch alles sehr stark zentralisiert ist. Ein Gang über die Messe zeigte: frühkindliche Erziehung, Schule, Hochschule, Ausbildung, Weiterbildung. Alle Bereiche sind vertreten, aber der Weiterbildungsbereich ist, wie ehedem, vergleichsweise klein geraten. Reinhard Koslitz, Geschäftsführer des Didakta-Verbandes, zu den Gründen und dem, was sich ändern soll. Der Weiterbildungsbereich ist aus diesem Grund klein, weil wir einfach uns in der beruflichen Weiterbildung bewegen. Wir müssen immer die Symbiose herstellen zwischen dem anderen Publikum bei lebenslangem Lernen oder einer Spezialmesse, die von irgendwelchen Personalleuten besucht werden. Wir haben auf jeden Fall von Besucherzahl her ungefähr so viele, wie die anderen miteinander haben, also Zukunft Personal oder andere Messen. Und ich denke, dass wir im nächsten Jahr den Bereich des Trainings noch mal stärken werden. Wir werden im nächsten Jahr auch den Bereich des Professional E-Learning noch verstärkt angehen. Auch der Kongress funktioniert schon ganz gut dieses Jahr mit über 150 Teilnehmern. Und wir haben eine neue Aktion vor. Wir werden also die berufliche Weiterbildung stärken, und zwar mit dem Thema neue Medien in der beruflichen Weiterbildung. Und wir werden mit aller Gewalt versuchen, die Politik davon zu überzeugen, dass der Trainer ein akademischer Beruf wird. Ein Pilotprojekt mit dem Dachverband der Weiterbildungsorganisationen fahren. Wir werden versuchen, eine Universität zu finden, die einen Bachelor-Master-Gang anbieten wird, um das Ganze in die Wege zu leiten. Und wenn das eine Universität mal gemacht hat, dann werden sich in Deutschland sicherlich auch andere Unis dazu anbieten. Der Beruf hat noch keine Heimat, und die soll er damit bekommen. Wir versuchen damit dem Trainerberuf und der ganzen Branche einen neuen Stellenwert zu geben. Und wir werden versuchen, über die Politik auch dann dementsprechend die Werthaltigkeit mitzuteilen. Die Idee, den Trainerberuf in ein akademisches Format zu gießen, fußt auf dem europäischen Qualifikationsrahmen, der mehr Mobilität auf dem europäischen Arbeitsmarkt ermöglichen will. Erreicht werden soll das durch eine stärkere Orientierung an Lernergebnissen, sprich Lebensleistungen. Während die Sparda Bank West mit echten Wandergesellen Aufmerksamkeit für ihr Führungskräfteprogramm erregte, machte der Stand eines weiteren Goldgewinners im Kern optimistisch gar nichts her. Mit Absicht. Er bestand nämlich aus einem dunklen Raum. Das ist das Konzept Dialog im Dunkeln, und wir geben Seminare in vollkommen lichtleeren Räumen. Ich muss mich verlassen auf meine anderen verbleibenden vier Sinne. Im Dunkeln bin ich konfrontiert mit einem meiner Urängste. Wir kennen das möglicherweise alle aus unserer Kindheit. Ebenso wie die Sparda Bank mit ihrem Programm Führungsnachwuchs ausbilden will, will das auch die Metro AG. Entwickelt hat die prämierte Maßnahme das Trainingsinstitut mit Mensch. Also die vier Kernkompetenzen, die im Vordergrund stehen, sind die Social Skills, ist die Veränderungskompetenz, ist die Ergebnisorientierung und die interkulturelle Kompetenz. Und das sind also junge Führungskräfte im Konzern, die eine sehr hohe fachliche Expertise entsprechend besitzen und eine weiterführende Tätigkeit entweder auch in ihrem eigenen Hause oder in einer der anderen Vertriebslinien oder Querschnittsgesellschaften oder in einem anderen Land übernehmen können und dafür einfach noch ein Refugium brauchen, um sich dafür bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln. Nächstes Jahr werden erneut überzeugende Trainingskonzepte auf der Didakta prämiert. Dann jedoch nicht im Flachland, sondern im Rheinland. Die Didakta findet 2010 in Köln statt.